So, willkommen zum zweiten Teil meines Let's Play alte Sega Mega Drive Spiele. Es ist wieder World of Illusion, Mickey Mouse and Donald Duck. Aber ich werde jetzt nicht als Mickey spielen, sondern als Donald Duck. Und ich werde das jetzt wegdrücken. Weil, naja, das hatten wir ja schon. Ein Spieler immer noch leider. So, aber ich habe jetzt auch Donald, ne? Gut. Dann machen wir das jetzt mit Donald. Hier, naja, hat er natürlich die gleichen Attribute. Er rennt noch ein bisschen cooler als Mickey, finde ich. Und ja, das Dunkel ist auch cooler. Aber das ist Donald. Naja, so, dann wollen wir mal los. Das erste Level ist das gleiche, aber es gibt halt Unterschiede. Deswegen möchte ich euch alles zeigen. Küchlein. Ich muss meine ganzen Lebenspunkte auffüllen. Ich vergesse immer, dass dieser komische. Was ist das? Das ist so ein Wirbelwind-Dingens oder so. Rüber hüpfen. Gegen diese Ameisenkrieger oder so, wenn wir sie nicht kämpfen. Mal gucken, ob der Bug immer noch hier ist. Ha! Ich habe ihn aber gekriegt. So. Und ich finde, die Grafik ist an sich für so ein Sega Mega Spiel, Sega Mega Drive Spiel auch nicht so schlimm. Also ich. Kenn Schlimmeres oder naja, Sachen, die ich nicht so gerne gucken würde. Okay, also das ist auch das gleiche Level. Ich dachte, dass es da Unterschiede gibt. Gibt es tatsächlich anscheinend. Jo, gibt es. Da kann ich sicher runterfallen. Das probieren wir jetzt nicht aus. Okay, wir müssen es doch ausprobieren. Oha. Okay, also ich habe als Donald habe ich noch nicht so oft gespielt. Na? Ja, ich wusste es. Ich dachte schon, es verschwindet ja nicht. Oha. Ah, cool. Schauen wir mal, ob da was ist. Ja gut, wo geht's jetzt weiter und wo geht's nicht weiter? Wir gehen einfach. Da ist man hoch. Cool. Das ist natürlich cool. Komm ich da auch hoch? Wow. Wow. Hey, das wollte ich doch gar nicht. Naja, gucken wir weiter. Obwohl, den Kuchen, der bringt mir ja gar nichts. Wow! Da gibt es einen Fallschaden. Das ist ein bisschen doof. Guck mal, ob ich da wieder raufkomme. Scha! Zeigt ihr Schwein, wenn man die hüpft, die hüpft, und zaubern wieder, zaubern wieder. Ey, warte. Blood, come back. Ich pfeife dich gleich ran hier. Komm. Geht doch. So ein Taxi so. Blättchen! Wow, no, wow, no! Mensch, das ist krass. Wieder zurück. Wow.
Ameisenkrieger, ey. Was für Viecher. Mödelchen. Sehr fasziniert von diesem Level. Komm, ich krieg dich, Mann. Die Karte. Erstmal auch diese Karten bringen. Oh, boah. Da müsste jetzt das Spinnenlevel kommen, oder? Ich weiß das. Und jetzt noch das Lebenspunkt Erweiterungsdings. Also, erweitern du das ja nicht. Es füllt ja nur auf. So, weiter hüpfen, weiter hüpfen und weiter hüpfen und weiter hüpfen. Aber dass man auf den Spinnenfäden laufen kann, eigentlich müsste das ja, weiß ich nicht, kleben oder... Na gut, die können ja auch Spinnenfäden machen, die nicht kleben. Aber dass sie verschwinden, ist ein bisschen seltsam. Ich bin echt schon ein bisschen fies. Ich bin da früher immer runtergefallen, weil ich dachte, oh, jetzt spinnen die nach unten, dann die nach links und dann laufe ich jetzt schon mal so oder jetzt gehen die weiter nach rechts und naja, mittlerweile weiß ich, wie die spinnen. Die spinnen, ne? Aber die sehen nicht mal aus wie Spinnen. Die haben auch nur drei Beinchen. Irgendwie sind die doch freaky. Jetzt geht die zurück. Was macht die da? Naja. Außerdem sind die bunt irgendwie. Ja auch so Affenspinnen-Dinger wie das hier. Bam! Ich bin Donald Duck, die Ente wird dich fressen. Ja, du Affen. Guck wieder so, wie du immer guckst. Ich hab Angst, ich bin... der Monster. Also King. Cool, jetzt ist die Kiste auf. Im Spinnennetz gelandet. Yeah. Schon Flying Cup Pier. Ja, Press Button, Jump Button und bla. Aber ich glaube, er setzt sich jetzt gleich hinten drauf, oder? Ja, es ist das. Oder setzt er sich auch vorne hin? Er setzt sich hinten hin. Nein. Wir fliegen diesmal vernünftig. Wow. Geh weg. Oh. Ich glaube, das sieht man im Video nicht. Das ist mir aufgefallen. Also unten ist auch so ein Wirbelsturm und der tut mir auch weh. Und der hat mich gerade irgendwie so ganz komisch verfolgt. Und das fand ich nicht so nett. Es ist irgendwie schade, dass man das nicht alles sehen kann. Aber das ist... Anscheinend hängt das irgendwie mit Fraps zusammen. So, das. Da kann man mal sehen. Oh, cool. Oha. Ich habe jetzt schon Angst. Oha. Da kommt sicher was. Nee, doch nicht. Oha. Halleluja. Diese Musik erinnert mich so ein bisschen an so Goldgräber oder sowas. In so einem Western, wo die dann in so einem Saloon sind. Oh nein! Übelst fiese. Wie macht man das denn? Dumm! So. Okay. Wow. Da oben geht's weiter. Wow! Die fallen auch runter. Ich dachte, die... Naja, egal, ne? Wow! Ach du, bist doch sch... Boah, das Level, das ist echt mal nicht so leicht.